Was ist die Bedeutung von Bacabal und warum gibt es Bacabal? Ja, Bacabal ist das Wort einer Stadt, so heißt eine Stadt und eine Diözese, also ein Bistum im Nordosten von Brasilien. Und in diesem Raum damals war es vor 44 Jahren der Pater Josef Schlüter aus Werl hier in Westfalen, der als spätberufener Missionar dort die Armut der Menschen sah, die von ihren Ländereien vertrieben wurden, durch Großgrundbesitzer, durch Firmen wie McDonald's oder VW do Brasil. Und er hat versucht, ihnen ihr Land zu erhalten, indem er Prozesse geführt hat, die sie sich nicht leisten konnten. Und er hat oftmals erreicht, dass sie dort weiter leben konnten. Viele aber konnte er nicht retten. Die sind dann geflüchtet vor den Pistoleros der Reichen in den Nordosten nach São Luís. Das ist eine Stadt, eine Hafenstadt im Nordosten. Und dort ist er ihnen nachgegangen. Und als alter Schreiner, der er war, bevor er Priester wurde, hat er Pfähle in den Sumpf dieses stinkenden Flusses und dieses Abwässer gerammt und dort die erste Kapelle errichtet, in der dann Unterricht stattfand. So sind immer mehr Kapellen entstanden in den Elendsvierteln, Favelas sagt man. Und heute ist die Schule, hat ungefähr 1000 Schüler, etwas größer als unsere. Dezentral, die Kapellen sind verteilt über die ganze Stadt und die Lehrer fahren mit Fahrrädern und Mopeds zu den Kapellen, um dort die Schüler zu unterrichten. Das Hausmädchen von Sebastian, also Sebastian ist auch aus einer sehr wohlhabenden Familie und mit der habe ich mich eben auch total gut verstanden. Wie schon seit 45 Jahren findet auch in diesem Jahr das Bacabal-Fest bei einer Hildegardeschule statt. Es beginnt damit, dass viele Referenten am sogenannten Infotag über die Lebenssituation der Menschen in Südostbrasilien berichten. Oft können sie darüber aus eigener Erfahrung erzählen, so auch Victoria Edom, die im Sommer 2013 ein Praktikum an der Frei-Alberto-Schule absolviert hat. Und dann war ich wirklich mal da und habe einfach wirklich 12 Stunden durchgeschlafen. Und ja, und dann, wie schon gesagt, habe ich halt eben auch viele Leute kennengelernt. Und das ging irgendwie alles ganz schnell. Dann lernt man den einen kennen und der stellt einem dann wieder den anderen vor. Und auf einmal merkst du irgendwie so, ja, den mag ich total gerne. Und ja, dann tauscht mein Handy nochmal aus, das ist in Deutschland. Und dann bleibt man irgendwie auch in Kontakt. Und das war wirklich auch nochmal, das war alles irgendwie auch nicht so oberflächlich, sondern die haben sich dann auch wirklich für dich interessiert und haben nachgefragt. Und als ich dann anfing zu erzählen, dass ich ein Praktikum gemacht habe an der Freiwärtsschule, haben die auch alle gesagt, oh, die Freiwärtsschule, die ist ja so cool, das ist ja so eine gute Einrichtung und das ist cool, dass du da warst, erzähl mal, wie hat es dir da gefallen, ist es wirklich so ein gutes Konzept oder würdest du da was verbessern? Also das war nochmal auch echt ganz cool, um das so selber nochmal zu überdenken, wie ich das da so fand oder ob ich da irgendwas anders mache. Circa eine Woche vor dem Bacabal-Tag steht dann der sogenannte Aktionstag auf dem Programm. An diesem Tag werden die Produkte hergestellt, die dann am Bacabal-Tag zum Verkauf stehen. Marmelade, Kuchen, Plätzchen, Geschenkartikel und vieles mehr. Darüber hinaus werden Aktionen für Kinder vorbereitet, Musikaufführungen geprobt oder es wird eine große Tombola vorbereitet. Thank you.
Seit wann gibt es das Projekt Baccaball an dieser Schule? Ja, es sind jetzt 44 Jahre, seit wir das machen. Es ist also am Anfang ging es darum, die zu unterstützen, die vertrieben wurden. Heute geht es um diese Schule, wo die Kinder der ehemaligen, die vertrieben wurden von ihren Ländereien, dort als in einer Elementarschule eine berufliche Grundbildung erhalten, so wie unsere Schüler hier auch, nur mit etwas anderen Hintergründen. Und was ist das für eine Patenschaft? Ja, die Patenschaft bedeutet, dass wir dafür sorgen möchten, dass in dieser Schule die Kinder einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen, dass sie Schulbücher bekommen, die sie sonst nicht bezahlen könnten, dass bei Reparaturen wir uns beteiligen. Es ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir bezahlen nicht einfach alles, sondern wir bezahlen nur Rechnungen. Die entstehen, weil, was weiß ich, ein Haus neu gedeckt werden muss, neue Dachpappe gekauft werden muss und wir bezahlen dann einen Teil davon. Und warum genau die Patenschaft an dieser Schule? An dieser Schule gibt es sehr viele berufliche Zweige, die sich sozial orientieren, zum Beispiel die Sozialhelfer oder die Fachschule für Sozialpädagogik oder die FOS mit entsprechender Ausrichtung Sozialpädagogik. Also es macht großen Sinn, dass Schüler das nicht nur theoretisch im Unterricht kennenlernen, sondern auch wenigstens einmal im Jahr praktisch sozial tätig werden. Was passiert mit den Einnahmen und welche Verwendung haben Sie an dieser Schule für das Geld? Ja, wichtig ist ja immer, dass das Geld richtig gut, deswegen bin ich dankbar für die Frage, dass das Geld nicht in falsche Hände gerät, dass nicht so viel Geld für Verwaltung drauf geht. Wir überweisen das Geld auf ein Sperrkonto der Franziskaner. Dort entsteht keine Kosten für Verwaltung, weil die normale Verwaltung der Franziskaner das mit übernimmt. Und das Geld geht nicht nach Brasilien und wird dort der Inflation anheimgestellt, sondern Rechnungen, die kommen über Schulbücher oder über Reis, werden von dem Geld dann hier teilweise mit beglichen. Es gibt noch andere Schulen, die sich daran beteiligen. Alleine könnten wir die ganze Schule natürlich nicht finanzieren. Am Baccaball-Tag selbst, dem sogenannten Solidaritätstag, freuen sich die Lehrerinnen und Lehrer wie auch die Schülerinnen und Schüler, die Gäste zu einem Gottesdienst in der Effata-Kirche willkommen zu heißen. Nach dem Gottesdienst werden alle Gäste herzlich in der Hildegardeschule begrüßt, wo sie für mehrere Stunden das kulturelle und kulinarische Angebot genießen und miteinander ins Gespräch kommen können. Das hier so gefällt? Ja, mir gefällt die Aktion gut. Ich habe hier selber mal gearbeitet und komme dann deswegen gerne hierhin zurück und treffe auch alte Kollegen. Also ich finde die sehr positiv und ich finde das echt gut, dass das dann an die Partnerschule alles geht und nicht irgendwie für die Schule gebraucht wird, da es bedürftige Kinder gibt, die das mehr brauchen als wir. Ich finde das toll, dass es eine Solidaritätsveranstaltung gibt, vor allem auch kirchliche Schule. Dann finde ich es auch ganz klasse, dass sie sich auch wirklich dafür engagiert. Und auch obwohl sie jetzt ja nicht mehr von einem kirchlichen Schulleiter getragen wird seit vielen Jahren, dass es nach wie vor Bestand hat und dass es wirklich eine traditionelle Geschichte ist, wo die Schüler sich ja auch und die Lehrerschaft sich komplett engagiert.
Also es gefällt mir sehr gut. Ich komme aus Dortmund, bin Leiter der Franziskanermission und wir hatten jetzt zu Anfang des Solidaritätstags einen ganz toll vorbereiteten Gottesdienst und jetzt laufe ich gerade Reklame für die Cocktails und habe schon eine Riesentüte. Ich will keine Reklame für Aldi machen, sondern ich möchte Reklame machen für die Hildegardeschule mit ihrem Solidaritätstag. Es ist wunderbar, ganz toll. Ich habe schon sehr viel gekauft und ich hoffe, dass dieser Tag wieder zum 44. Mal ein großer Erfolg ist in der Partnerschaft mit der Frei Alberto Schule, der Partnerschule im Nordosten Brasiliens. Waren Sie schon öfters hier? Ja, ich bin jetzt schon zum 8. Jahr hier und seitdem ich also in Dortmund diese Brücke nach São Luís in Brasilien lebendig halte. Und ich bin auch, jedes Jahr habe ich die Möglichkeit, auch die Schule dort zu besuchen, auch andere Projekte. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie sich diese Partnerschaft gehalten hat. Es ist wirklich langer Atem, 44 Jahre, das ist toll. Ja.